Sie wollen wieder an die Macht. Sie wollen ihre Scharia verankern. Halt vor Menschenleben machen sie dabei nicht. Jeder, der sich ihnen in den Weg stellt, wird ausgelöscht. Wir haben die offizielle Genehmigung bekommen von der Taliban-Seite, dass wir in die Region reisen dürfen, aber so richtig wissen wir natürlich nicht, was uns da erwartet. Vor allem seit dem Truppenabzug der US-Amerikaner und der NATO erobern die extremistischen Taliban immer mehr Gebiete in Afghanistan. Ihr nächstes großes Ziel, die Hauptstadt Kabul. Wie ist eure Situation? Die Taliban sind überall in Afghanistan, haben viele Provinzen erobert. Wann glaubt ihr, ist das ganze Land unter Kontrolle der Taliban und auch Kabul? Wir werden das nicht so schnell tun. Wir bewegen uns wirklich sehr langsam voran, damit wir unseren Fortschritt nicht schaden. Die großen Städte, die gerade wieder aufgebaut wurden, sind im Moment so wunderschön und genau dafür bewegen wir uns so langsam und vorsichtig. Wir wollen unsere Städte und die Infrastruktur nicht zerstören und vor allem keine Leute gefährden. Wir sind in der Provinz Wardak und hinter mir sind viele, viele Taliban-Kämpfer. Sie haben uns die Genehmigung gegeben, hier zu filmen und zu zeigen, wie sie diesen Ort eingenommen haben. Und so wie hier auf diesen Straßen sieht es in immer mehr Regionen Afghanistans aus, denn die Taliban haben die Macht übernommen. Wir sehen hier viele Kämpfer, viele Taliban-Krieger. Zivilisten auf der Straße haben wir dagegen kaum gesehen. Der Abzug der Bundeswehr vor knapp 2 Wochen. Eine Entscheidung, die vor allem die Taliban freut. Wir sind froh, dass sie unser Land verlassen haben. Jeder von uns ist froh, dass sie es ohne Widerstand getan haben. Aber sollten sie Widerstand leisten, dann sind wir bereit, sie gewaltsam aus dem Land zu vertreiben. Das große Ziel der Extremisten, ein Afghanistan von 1996, als die Taliban nach Jahren des Bürgerkriegs die Macht übernahmen und das Land zu einem Gottesstaat machten. Was wäre eure Nachricht an die westliche Welt? Wie würde Afghanistan unter der Kontrolle der Taliban aussehen? Der Grund, warum wir kämpfen, ist die Scharia und ein islamisches System. Aber wir wollen auch ein gutes Verhältnis zu allen anderen diplomatischen Ländern. Wir werden aber keinem Land erlauben, sich in Afghanistan einzumischen. Wir werden keinen Ärger machen. Von unserem Land geht für andere Länder keine Gefahr aus. Wir werden versuchen, eine gute Beziehung herzustellen. Eine gute Beziehung zum Westen, ein Ding der Unmöglichkeit. Zu groß das Leid, das die Taliban verursacht haben und weiter verursachen, wenn sie nicht aufgehalten werden. Eines ist sicher. Von alleine werden diese Extremisten nicht stoppen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.